der weite und scheinbar nicht endende Kontinent Eurasien. Die Reihe Eurasische Reiche zeigt Aufstieg und Fall der großen Zivilisationen des Altertums. Vor etwa 2300 Jahren wurde im alten Griechenland ein Mann geboren, der als königlicher Feldherr eine unauslöschliche Spur durch Eurasien ziehen sollte. Sein Name war Alexander III. Von Mazedonien, heute bekannt als Alexander der Große. Bereits im jungen Alter von 20 Jahren wurde er König seines Landes. Alexander führte seine riesige Armee von Griechenland bis tief in das Zentrum Asiens und gewann unzählige Schlachten. Er marschierte von der Türkei aus in südliche Richtung, entlang der Ostküste des Mittelmeeres, bis nach Ägypten. Dann zog er gen Osten nach Babylon im heutigen Irak. Er fiel in den heutigen Iran ein und überquerte die mächtige Bergkette Hindukusch, die viele Sechstausender Gipfel hat. Er zog weiter bis nach Samarkand, der Oasenstadt, nach Kabul, der Hauptstadt des heutigen Afghanistan, und schließlich sogar bis nach Indien. Der Höhepunkt seines Feldzuges war sein triumphaler Einzug in die Hauptstadt des Persischen Reiches, Persepolis. Sich selbst zum Herrscher des Persischen Reiches erklärend, setzte Alexander den Palast, den Sitz der Mächtigen, in Brand. Die Geschichte seines großen Feldzuges quer durch Asien ist eine Geschichte von Kollision und Kooperation unterschiedlicher Zivilisationen. Eine Geschichte, die selbst heute noch nicht zu Ende geschrieben ist. In den Herzen der Griechen sind die Heldensagen aus weit entfernter Vergangenheit noch immer lebendig. Doch wer war dieser Alexander, den die Griechen selbst heute noch verehren? Das winzige Land Mazedonien befindet sich 300 Kilometer nördlich von Athen, dem alten Zentrum der griechischen Zivilisation. Hier in Pella, am Fuße des Berges Olymp, wurde Alexander geboren. Mazedonien ist seit jeher für seine Pferdezucht bekannt und die Bewohner der Region sind sehr stolz darauf, Nachkommen Alexanders zu sein. Alexander wurde als Thronfolger des Königs von Mazedonien im Jahre 356 vor Christus geboren. Doch ist es immer noch ein Mysterium, wie solch ein kleines Königreich es schaffte, die griechische Welt zusammenzuführen und solche großen Feldzüge zu unternehmen. Erst bei vor kurzem durchgeführten Ausgrabungen fand man den Schlüssel für einen Teil des Rätsels. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen dabei Wandgemälde, die in einem Grabhügel eines Adligen gefunden wurden. In dieser Szene, die ein Festmahl darstellt, kann man unter anderem auch Soldaten erkennen, die sich vor einigen mazedonischen Adligen in einer Reihe aufgestellt haben.
Es wird vermutet, dass es damals nicht mehr Bauern, sondern besoldete Soldaten waren, die bei militärischen Aktionen Führungsrollen übernahmen. Während andere Länder ihre Kriege vorwiegend in den Zeiten führten, in denen nur wenige landwirtschaftliche Arbeiten erfolgten, hatte das reiche Königreich Mazedonien eine reguläre Armee zur Verfügung, die jederzeit kampfbereit war. Die Lanze auf dem Wandgemälde ist viel länger als der Soldat, der sie hält. Man nimmt an, dass lange Lanzen wie diese der Schlüssel für die Schlagkraft von Alexanders Armee waren. Die experimentelle Archäologie hat versucht, die Waffen aus dieser Zeit zu rekonstruieren und nachzuempfinden, wie die militärischen Einheiten vorgingen. Dr. Meiner Merkel ist seit 30 Jahren an Forschungsarbeiten über Alexanders Militär und dessen Stärke beteiligt. Er rekonstruierte, wie die mazedonische Infanterie die lange Lanze, auch Sarissa genannt, einsetzte. Jede Bewegung mit ihr muss schwierig gewesen sein. Diese rekonstruierten Sarissen entsprechen genau den damals verwendeten Lanzen. Sie haben eine Länge von 5,5 Metern und wiegen 6,2 Kilogramm. Die Sarissa-Phalanx war eine revolutionäre militärische Strategie, die Alexanders Vater Philipp II. Entwickelt hatte. Die mit den Sarissen bewaffnete Phalanx wurde erst möglich, nachdem Philipp, der Vater Alexanders des Großen, eine Berufsinfanterie geschaffen hatte. Die bezahlten Söldner dienten das ganze Jahr in der Armee und konnten somit umfassend ausgebildet werden. Denn der wirkungsvolle Einsatz eines Sarissa erfordert langes Training. Dies ist eine Rekonstruktion einer aus 50 Männern bestehenden Phalanx. Die Infanteristen, in den ersten vier Gliedern, halten ihre Speere parallel zur Erde. 20 Sarissa-Spitzen zeigen gegen den Feind. Die Einheit wird zu einer großen Waffe, ähnlich einem riesigen Stachelschwein. Durch die Verwirklichung der revolutionären Idee seines Vaters, des Einsatzes einer mit langen Speeren bewaffneten Phalanx, entwickelte Alexander die militärische Macht, die für einen langen und erfolgreichen Feldzug erforderlich war. Für die Griechen bestand die gesamte Welt damals nur aus Griechenland, Ägypten, Asien und ganz am Rande Indien. Und Alexander hielt es für seine Mission, die griechische Zivilisation bis in die entferntesten Ecken der Welt zu tragen. Im Jahre 335 vor Christus übernahm Alexander die Macht in Athen, dem Zentrum der griechischen Zivilisation, und wurde somit zum Führer der Griechen. Der Prinz aus seinem kleinen Königreich hatte sein Debüt auf der Hauptbühne der Weltgeschichte gegeben. Als Führer der griechischen Welt sah sich Alexander mit den Persern konfrontiert, die zu jener Zeit ihr Reich bereits über ganz Asien ausgedehnt hatten. Seit vielen Jahren versuchten die Perser immer wieder, sich das griechische Territorium einzuverleiben. Und Griechenland stand kurz davor, von der Karte ausradiert zu werden. Persepolis, die Hauptstadt des persischen Reiches, das die Griechen so sehr hassten. Das Perserreich unterschied sich in vieler Hinsicht von dem demokratischen Griechenland. Dieses Basrelief zeigt eine Reihe der dem persischen König unterworfenen Nationen. Persien wurde zu jener Zeit von Darius III. Regiert, einem absoluten Monarchen, der sein Land mit eiserner Hand führte. Alexander rief die Griechen auf, gemeinsam gegen die persische Bedrohung vorzugehen. Und das griechische Volk stand hinter ihm. Dieses Relief im Parthenon zeigt ein Wesen, das halb Mensch und halb Pferd ist und einen Griechen angreift. Man glaubt, es sei eine Darstellung des langwährenden Hasses zwischen Griechenland und Persien. Das Buch Der Alexanderzug des griechischen Historikers Arrian ist die Geschichte der Feldzüge Alexanders. Es wurde im 2. Jahrhundert nach Christus verfasst und beruht auf Aufzeichnungen von Alexanders Adjutanten. Darin werden Alexanders energische Politik
und seine konstruktiven Handlungen beschrieben. Alexander zerstörte die Oligarchie und schuf eine Demokratie. Im Jahr 334 vor Christus überquerte Alexander diese schmale Meerenge. Im Altertum nannte man sie Hellespont, heute wird sie als die Dardanellen bezeichnet. Die Dardanellen sind nur etwa 4 Kilometer breit und bilden die Grenze zwischen Europa und Asien. Hier begann Alexanders großer Feldzug. Hier setzte er seinen Fuß zum ersten Mal auf persisches Territorium, begleitet von 32.000 griechischen Soldaten. Die erste große Schlacht fand am Fluss Granicus in Asien statt. Alexander stand vor einer wichtigen Entscheidung, denn während der Überquerung des Flusses konnte er seine moderne Sarissa-Infanterie nicht effektiv einsetzen. Also traf er die kühne Entscheidung, seine Kavallerie angreifen zu lassen. Obwohl sie von persischen Bogenschützen attackiert wurden, überquerten Alexander und seine Männer den Fluss und schafften es, die persischen Reihen zu durchbrechen. Plötzlich aber wurde Alexander von einem persischen Soldaten angegriffen und er kam nur knapp mit dem Leben davon. Am Ende dieser erbittert geführten Schlacht hatte Alexander seinen ersten Sieg über die Perser errungen. Auf seinem raschen Vormarsch durch Kleinasien musste Alexander jedoch bald feststellen, dass die Perser mehr waren als alte Feinde mit großer militärischer Stärke. Frau Dr. Tomris Bakir ist an den Ausgrabungsarbeiten in das Kylion in der Türkei beteiligt. Das Kylion war damals ein Regierungssitz. Dr. Bakir glaubt, dass Alexander wahrscheinlich dort die Existenz des ausgeklügelten Informationssystems der Perser entdeckte. Nach und nach erkannte Alexander, dass es einen umfassenden Austausch von Informationen zwischen diesem Ort und der persischen Hauptstadt gab. Dies ist ein Briefsiegel. An der Darstellung auf dem Siegel konnte man damals erkennen, wer den Brief geschickt hatte. Im Persischen Reich versiegelte man zu jener Zeit alle wichtigen Briefe. Das Siegel diente sowohl zur Identifizierung des Absenders als auch zum festen Verschließen der Briefe. In diesen Ruinen wurden bisher etwa 500 Siegel gefunden. Die 500 Siegel, die wir hier gefunden haben, sind wichtige Zeugnisse für die enge Verbindung zwischen der Hauptstadt Persepolis und den Regionalstaaten. Denn offensichtlich tauschten die Gouverneure der von den Persern beherrschten Nationen regelmäßig Informationen mit dem persischen König aus. Das riesige persische Reich mit seinen 23 Völkern verfügte über ein ausgeklügeltes Informationsnetzwerk. Der Führer jedes Volkes hatte dem König regelmäßig die neuesten Nachrichten zu übermitteln. Diese enthielten unter anderem Informationen über den Stand der Steuerzahlungen sowie über eventuelle Anzeichen von Unruhen. Das ist das Siegel des persischen Königs. Er übermittelte seine Befehle persönlich an die Oberhäupter der 23 Völker des persischen Reiches. Die Entfernung zwischen der westlichsten Stadt und der Hauptstadt betrug 2400 Kilometer. Man glaubt, dass die Postpferde für diese Strecke lediglich 7 Tage benötigten. Der schnelle Informationsaustausch wurde durch die sogenannte Königsstraße möglich, die sich quer durch das Reich erstreckte. Alexander beobachtete,
wie das ausgefeilte Informationsnetzwerk der Perser funktionierte. Es stellte eine bis dahin in Griechenland unbekannte Form der Intelligenz dar. Alexander rückte südlich, entlang der Mittelmeerküste vor und eroberte im Westen des Persischen Reiches einen Staat nach dem anderen. Im Alexanderzug wird erwähnt, dass Alexanders Armee reiche Kriegsbeute machte. Unter anderem wurden eine große Summe Gold und Silber und 30.000 Gefangene als Sklaven erbeutet. Innerhalb der ersten 2 Jahre seines Eroberungsfeldzuges brachte Alexander bereits 60 Städte unter seine Kontrolle. Er stieß weiter ins Land vor und bewies dabei, dass er ein außerordentlich begabter Feldherr war. Ägypten, die Wiege der alten Zivilisation. Zu jener Zeit stand es ebenfalls unter persischer Herrschaft. Hier konnte Alexander miterleben, wie geschickt die Perser die von ihnen unterworfenen Völker regierten. Darius, der König von Persien, hatte den Ägyptern erlaubt, weiterhin ihre Religion zu praktizieren und er zeigte großen Respekt für ihre Sprache und Kultur. Obgleich Darius Ägypten erobert hatte, wurde er wie ein ägyptischer König als Pharao verehrt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Perser hatten Wissen und wichtige Technologien nach Ägypten gebracht, die das Leben der Ägypter ungemein bereicherten. Die Wüste Sahara. Sie erstreckt sich quer durch den südlichen Teil Ägyptens. Der französische Archäologe Dr. Michel Woutman hat Forschungen in der Ruine Ein Manavir durchgeführt. Vor 10 Jahren entdeckte Dr. Woutman die bedeutende Anwendung einer persischen Technologie. Das war die erste Ausgrabungsstelle. Hier kann man mehrere senkrechte Schächte sehen, jeweils im Abstand von 15 Metern. Dr. Woutman hat diese Schächte einen nach dem anderen vermessen. Er entdeckte, dass es 9 Meter unter der Oberfläche einen etwa 60 cm breiten Kanal gab, der in Stein gehauen worden war. Dr. Woutman glaubt, dass durch diesen Kanal unter der Wüste einmal Wasser geleitet wurde. Dieses Kanalsystem wurde zur Zeit der persischen Herrschaft in Ägypten angelegt. Momentan ist es das einzige, bei dem sich das Datum der Schachtung bestimmen lässt. Man glaubt, dass das dazu erforderliche Know-how aus dem Mutterland des Persischen Reiches, dem heutigen Iran, kommt. 2400 Kilometer östlich. Noch heute wird in der iranischen Provinz Uyazd, die während der persischen Herrschaft gegründet wurde, ein ähnliches System benutzt. Die oberen Teile der Kanalschächte sind deutlich zu sehen. Durch die Kanaltunnel fließt Wasser aus unterirdischen Quellen. Die Tunnel weisen ein leichtes Gefälle auf, sodass das Wasser möglichst weit transportiert werden kann. Und das ist das Funktionsprinzip des Kanalsystems. An der Wasserquelle wird ein Schacht gegraben und mittels eines unterirdischen Tunnels verbunden. Dieser wird dann bis zum Bestimmungsort durchgezogen, sodass das Wasser vom Fuße der Berge bis zu den Feldern fließen kann. Dieses Wasser hat bereits eine Entfernung von 50 Kilometern in dem unterirdischen Kanal zurückgelegt. Die Temperaturen in diesem Trockengebiet betragen häufig mehr als 45 Grad Celsius. Das Kanalsystem hat also zusätzlich den Vorteil, dass es kaum Verdunstungsverluste gibt. Es ist Zeugnis des hochentwickelten technischen Wissensstandes der Perser. Wie uns einer der Forscher sagte,
kann ein Kanal etwa 30 Hektar Ackerland mit Wasser versorgen. Das Wasser aus dem Kanal ist wertvoller als Gold. Ich bin unseren Vorfahren wirklich dankbar, dass sie dieses System geschaffen haben. Ägypten. Die Ausgrabungen in Ain Manavir haben Ruinen zahlreicher Wohnhäuser und Tempel zutage gebracht. Sie zeugen davon, dass es hier viele wohlhabende Menschen gab. Es stellt sich die Frage, warum die Perser das Kanalsystem auch in Ägypten eingeführt haben. Eine plausible Hypothese ist, dass durch den Bau der Kanäle die Produktivität der Landwirtschaft erhöht werden konnte und im Ergebnis dessen auch die Steuereinnahmen der Perser gestiegen sind. Darius von Persien, der spätere Pharao von Ägypten, führte hochentwickelte Technologien in den von ihm regierten Gebieten ein. Alexander von Mazedonien, der sich später ebenfalls zum Pharao krönen ließ, erkannte diese Prinzipien der Koexistenz und des gemeinsamen Wohlstands. Er begann dafür, seine alten Feinde, die Perser, schätzen zu lernen. Der Tempel von Luxor im östlichen Teil Ägyptens. Der Ort, in dem sich die Schreine der alten Götter befinden. Hier sehen wir eine Darstellung Alexanders als Pharao. Alexander hatte verstanden, dass eine selbstherrliche Gewaltherrschaft über Völker mit einer anderen Kultur zu nichts führen würde. Dr. Pierre Briand ist einer der führenden Wissenschaftler, wenn es um die Erforschung des Lebens Alexanders des Großen geht. Der Historiker glaubt, dass sich Alexanders Meinung über Persien durch seinen Feldzug radikal verändert hat. Denn er erkannte, dass Persien nicht einfach ein barbarisches Reich in Asien war. Trotz gelegentlicher Aufstände lebten im Persischen Reich ganz unterschiedliche Völker mehr oder weniger friedlich zusammen. Und das über einen Zeitraum von mindestens 2,5 Jahrhunderten. Wenn wir auf das alte Persien zurückschauen, sind es die produktiven Beziehungen zwischen den Zivilisationen und nicht die Konflikte, die zuerst ins Auge fallen. Nachdem er Ägypten verlassen hatte, steuerte Alexander auf die Hauptstadt des Perserreichs, Persepolis, zu. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alexander bereits 9 Völker des Persischen Reiches unterworfen. Bei den Persern wuchs die Angst. Dieses riesige Mosaik im Landesmuseum für Archäologie in Neapel mit Abmessungen von 3x5 Metern zeigt den Zusammenstoß zweier Zivilisationen, Griechenland und Persien. Das Mosaik zeigt das Aufeinandertreffen Alexanders und des persischen Königs Darius III. Auf dem Schlachtfeld. Man erkennt eine erbitterte Kampfszene. Die legendäre Schlacht beginnt. Der Fluss Tigris im Irak. Neben dem Fluss befand sich einst eine weite Ebene, die den Namen Gaugamela trug. Im Oktober 331 vor Christus fand hier, kurz vor Winterbeginn, eine Schlacht statt. Als er Gaugamela erreicht, sieht sich Alexander einer riesigen persischen Armee mit etwa 250.000 Soldaten gegenüber. Eine multinationale Armee,
zusammengesetzt aus Kämpfern der Region des heutigen Indiens, Zentralasiens und der arabischen Halbinsel. Im Zentrum der riesigen Armee steht Darius III., der persische König selbst, für diese alles entscheidende Schlacht. Und Alexander ist fest entschlossen, allen Völkern zu zeigen, dass er selbst der nächste Herrscher sein wird. Entsprechend ihrer geplanten Strategie schicken also die Griechen ihre Vorstoßtruppe los, um die Perser zu provozieren. Alexanders Mannen zerschlagen die skythische Kavallerie, die stärkste Mannschaft der persischen Armee. Im Zentrum der Gefechtslinie Alexanders Sarissa-Truppen. Sie stellen sich auf, um so besser Druck auf den Feind ausüben zu können. Zu diesem Zeitpunkt wird es offensichtlich. Der Kampf der Perser zerbricht an der fehlenden Kommunikation ihrer multinationalen Truppe. Und Alexander versäumt es nicht, seine Chancen zu nutzen. Gemeinsam mit seiner Kavallerie greift er an. Die persische Armee ist vernichtet. Darius erkennt die Situation und zieht sich sofort zurück. Es ist das Ende seiner Regentschaft. Alexander aber feiert seinen Sieg. Und die langen Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und Persien sind vorüber. Der Fluss Euphrat, die Wiege der mesopotamischen Zivilisation. Alexanders Blick richtet sich nun auf Babylon. Das 14 Meter hohe Ishtar-Tor, verkleidet mit kobaltblau glasierten Ziegeln. Es zeigt legendäre Tiere, die von den Babyloniern als Götter angebetet wurden. Dieses riesige Tor überspannte einst die Einfahrt in das Zentrum der Stadt Babylon. Die Ruinen von Babylon im heutigen Irak. Hier lauschte das Volk gespannt Alexander dem Großen, als er vor seinem triumphalen Einzug in die Stadt eine Rede hielt. In der Abteilung Alter Naher Osten im British Museum werden die in Babylon gefundenen Tontafeln mit dem Text seiner Rede aufbewahrt. Aber die Entzifferung ist noch nicht abgeschlossen. Damals wurden die täglichen Ereignisse in Keilschrift festgehalten. Einige Sätze Alexanders sind bereits entziffert. Hier entschlüsselt Dr. Christopher Walker eine Tontafel mit dem Satz: Ich werde eure Häuser nicht betreten. Das zeigt deutlich Alexanders Absicht, nicht mit Gewalt zu regieren. Zunächst wollte der einstige König der Griechen, der sich zum Ziel gesetzt hatte, König der Barbaren zu werden, ein gutes Verhältnis zu ihnen herstellen. Er musste ihnen zeigen, dass er ihre Völker, ihre Bräuche und ihre Religion respektieren würde. Es war Alexanders erster Versuch, sich als wirklich internationaler Herrscher zu etablieren. Alexanders Herrschaft wurde von den Einwohnern Babylons kampflos akzeptiert. Bis dahin hatte Alexander in jedem der eroberten Staaten ausnahmslos griechische Gouverneure eingesetzt. Doch jetzt erlaubte er den persischen Gouverneuren im Amt zu bleiben.
Verglichen mit seiner früheren Politik der gewaltsamen Herrschaft hatte Alexander einen radikalen Kurswechsel vollzogen. Januar 330 vor Christus. Alexander erreichte schließlich Persepolis. Welches Bild bot sich Alexander zu dieser Zeit? Auf der Grundlage der Ausgrabungsberichte der Universität Chicago wurde mit Hilfe eines Computergrafikprogramms versucht, den Palast von Persepolis zu rekonstruieren. Eine steinerne Treppe führte zu dem riesigen Tor des Xerxes, auch bekannt als das Tor aller Länder, das sich mit einer Höhe von 21 Metern über dem Eingang wölbte. Die Kapitelle der Säulen, die den Torbogen trugen, waren mit Darstellungen von Stieren, einem Gottessymbol, geschmückt. Besonders beeindruckend die leuchtenden Farben. Der Palastkomplex maß 300 Meter von Ost nach West und 430 Meter von Nord nach Süd. Er umfasste 13 große Gebäude, einschließlich einer Schatzkammer und eines großen Empfangssaales für Audienzen. Die Aufzeichnungen besagen, dass Alexander mit seinen Adjutanten einen triumphalen Einzug in Persepolis hielt und sich dann auf den Thron zubewegte. Das war der große Empfangssaal, wo 10.000 Männer aus allen Ecken des persischen Königreiches zu Audienzen mit dem König zusammenkamen. Vier Jahre waren vergangen, seit Alexander seinen Feldzug begonnen hatte. Vor ihm wartete der Thron, von dem aus viele unterschiedliche Völker miteinander vereinigt worden waren. Unter den Persern gab es jedoch auch einige, die es ablehnten, Alexander als ihren König anzuerkennen. Deshalb fällte Alexander eine rigorose, geheime Entscheidung über das Schicksal von Persepolis. Wir wissen aus den überlieferten Aufzeichnungen, was nach seiner Thronbesteigung passierte. Alexander befahl seinen Männern, Persepolis in Brand zu setzen. An vielen Orten wurde Feuer gelegt, und in kurzer Zeit stand der gesamte Palast in Flammen. Alexanders Gefühle waren widersprüchlich. Er musste als Thronfolger auftreten. Doch die persischen Adligen, oder einige von ihnen, waren nicht gewillt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Alexander beschloss deshalb, einen Teil von Persepolis zu zerstören, um ihnen zu zeigen, wer der Sieger, wer der Herrscher war. Es war sein Ziel, das gesamte persische Reich neu zu strukturieren. Indem er Persepolis in Brand setzte, machte Alexander deutlich, dass er der neue Machthaber von Persien war. Ab diesem Moment durchlebte Alexander eine tiefgehende Veränderung. Im Alexanderzug sind seine Aktivitäten detailliert beschrieben.
Er versammelte die Griechen und die Perser und hielt ein Festmahl. Bei dieser Gelegenheit trug er persische Kleidung und stand vor seinem Volk. Alexander bat um Segen für verschiedene Unternehmungen und besonders darum, dass die Mazedonier und Perser partnerschaftlich und harmonisch das Reich regieren würden. Dieses Relief zeigt einen persischen König und seine Vasallen. Die Vasallen verbeugen sich vor dem König. Alexander forderte Griechen sowie Perser auf, dieser Geste des Grußes zu folgen. Somit zeigte Alexander, dass er gewillt war, sich für das Zusammenleben der beiden Kulturen Griechenlands und Persiens einzusetzen. Im Gegensatz zur Vergangenheit, in der Alexander stets seine eigenen Männer befördert hatte, beschloss er, die persischen Gouverneure in ihrem Amt zu lassen. Im Ergebnis dessen akzeptierten die meisten Perser Alexanders Herrschaft kampflos. Aber griechische Offiziere begannen Alexander zu kritisieren. Sie warfen ihm vor, dass er es mit seinen Gefühlen für die Perser übertreibe. Doch Alexander hatte fest beschlossen, die Vorzüge Persiens zu übernehmen. Zwischen Alexander und seinen Männern tat sich ein Riss auf. Alexanders großer Feldzug wird, diesmal von Persepolis ausgehend, noch weitere 7 Jahre dauern. Aber von der Zeit an, als die Expedition die zerklüftete Bergkette Hindukusch überqueren musste, wurde es immer beschwerlicher, voranzukommen. Hinzu kam, dass Alexander und seine Mannen auf immer größeren Widerstand stießen, je weiter sie vom persischen Reich entfernt waren. Der Fluss Beas, ein Zufluss des Indus in Westindien. Das war der östlichste Punkt, den Alexander je erreichte. Auf der anderen Seite des Flusses beginnt der indische Subkontinent. In Arians Alexanderzug wird erzählt, dass auf dem gegenüberliegenden Flussufer eine riesige indische Armee wartete. Einer der griechischen Soldaten, der die Situation erkannte, richtete einen Appell an Alexander. Die wichtigste Aussage dieses Appells war, dass Alexander als Triumphator nach Griechenland zurückkehren sollte, voller Stolz, das griechische Territorium so weit ausgedehnt zu haben. Seine Männer hatten keine Lust auf weitere Gefahren. Alexander versuchte, seine Männer vom Weiterkämpfen zu überzeugen. Er argumentierte, dass sie jetzt in der Lage wären, die Kontrolle über die ganze Welt zu erreichen. Aufzugeben würde bedeuten, dass ihre enormen Anstrengungen zwecklos gewesen wären und sie später wieder neue Anstrengungen und Gefahren auf sich nehmen müssten. Doch seine Offiziere blieben bei ihrer ablehnenden Haltung. Alexander blieb keine Wahl. Er gab die Idee der Eroberung Indiens auf und zog sich zurück. Der junge Alexander hatte einst davon geträumt, ein Weltreich zu schaffen. Jedoch war es ihm nicht gelungen, Griechenland, Ägypten, Asien und Indien zu einem Reich zu vereinen. Drei Jahre später, im Alter von 32 Jahren, erkrankte Alexander in Babylon schwer
und starb. So endete das kurze, doch äußerst dramatische Leben Alexanders des Großen. Dieser Steinsarg wurde einige Jahre nach Alexanders Tod gefertigt. Er steht heute im Archäologischen Museum in Istanbul in der Türkei. Der Sarg zeigt Jagdszenen mit persischen und griechischen Soldaten. Lange Zeit waren Persien und Griechenland erbitterte Feinde gewesen. Doch hier wird Alexander nicht als Eroberer gezeigt, sondern als jemand, den eine tiefe Sympathie mit Persien verbindet. Den Sarg fertigte einer seiner Anhänger als Zeichen und um Alexanders Ideologie fortzuführen. Iran, einst das Zentrum des Persischen Reiches. Auch heute noch berichten die professionellen Geschichtenerzähler, die Nagars, die Geschichte Alexanders des Großen. In der Geschichte wird Alexander als jüngerer Bruder von Darius dem Dritten beschrieben. Und die letzten Worte des Darius waren: Alexander, der König vieler Völker, sollte niemals überheblich sein. So wird Alexanders Geschichte noch immer von Generation zu Generation weitergegeben. Eurasien, der große Kontinent, der so viele unterschiedliche Völker und Glauben beheimatet. Nach dem Tode Alexanders veränderte sich viel in dieser Region. Aber die Menschen bauten auf seinem Erbe auf, entwickelten Städte, etablierten Handelswege und erweiterten das Straßensystem. Die Seidenstraße entstand, die China im Osten und Rom im Westen verband. Die Kollision und Verschmelzung von Zivilisationen im Verlaufe des gewaltigen Feldzuges Alexanders des Großen vor 2300 Jahren hat ein mächtiges Erbe hinterlassen. Und wir stehen immer noch vor der uralten Frage: Wird die Menschheit jemals in der Lage sein, die Unterschiede zwischen den Zivilisationen zu überwinden und in Harmonie zusammenzuleben?